kämpfen die Armee 21. Auch die konservative Jugendorganisation Young for Fun sammelt Unterschriften. Ihr Präsident Lukas Reimann von der jungen SVP ist erst 20 und hat die RS noch nicht gemacht. Trotzdem hat er klare Vorstellungen bezüglich der Armeereform. Herr Reimann, ihr sammelt Unterschriften gegen die Armeereform. Warum? Wir sammeln Unterschriften gegen die Armeereform einerseits, weil man findet, die ist bildungsfeindlich und diskriminiert die Jugend. Da die Dienstzeit massiv auf die jüngeren Jahre, wenn die Jungen noch in der Ausbildung sind, verleiht wird. Und auch die RS so verlängert wird, dass man es nicht mehr in die Semesterferien zum Beispiel an der Uni oder an einer Fachhochschule reinbringt. Tatsächlich bringt die RS-Verlängerung den Studenten einen Nachteil. Den Vorwurf der Jugendfeindlichkeit hält der VBS-Chef jedoch für absurd. Ja, das ist tatsächlich Fun. Also wer das Projekt anschaut, der merkt, dass die Gesamtdienstleistungszeit reduziert wird. Dass auf der anderen Seite die jungen Leute ihre Dienste früher erfüllen können. Allerdings wieder in jährlichen Wiederholungskursen, damit mit einer höheren Ausbildungsglaubwürdigkeit. 50.000 Unterschriften brauchen die Gegner und dies ohne Unterstützung von Parteien und Verbänden.